Gut. Wo fange ich an? Ich bin Ethan. Ethan Winters. Das mit den Bakers ist jetzt 3 Jahre her. Ich wollte meine vermisste Frau finden. Ich bekam eine Mail von ihr. Da stand, ich solle sie holen. Naja, so bin ich halt in Louisiana gelandet. Als ich Mia fand, war sie in einem dunklen Keller eingesperrt. Sie war völlig von Sinn. Hat mich angegriffen wie ein wildes Tier. Später habe ich herausgefunden, dass sie mit einem Pilz infiziert war. Ich habe auf dem ganzen Anwesen nach einem Gegenmittel gesucht. Die Leute, die da wohnten, waren auch infiziert. Sie hatten alles Menschliche verloren. Der Grund dafür war eine Biowaffe, die aussah wie ein Mädchen. Ihr Name war Evelyn. Ich habe die Familie bekämpft und Mia mit einem Serum behandelt. Dann sind Chris Redfield und sein Team aufgetaucht und haben uns da rausgeholt. Ja, reicht das? Ich möchte wirklich nicht mehr darüber reden. Es ist vorbei. Es ging einmal ein Mädchen mit seiner Mutter hinaus, um Beeren für seinen Vater zu sammeln, der schwer arbeitete. Doch der Wald war erfüllt von dunkler, kalter Stille. Die Beerenbüsche leer. Fest entschlossen, Beeren zu finden, riss sich das Kind von der Mutter los und verschwand zwischen den Bäumen. Die besorgten Rufe der Mutter verhallten schnell, als es über Stock und Stein immer tiefer in den Wald rannte. Etwas schien das Mädchen zu beobachten. Es erinnerte sich an die Gruselgeschichten seiner Mutter und Schauder liefen ihm über den Rücken. Da erschien der Fledermauskönig. Er grüßte sie herzlich und biss sich in den Flügel. »Komm, Kind!« »Stille deinen Durst«, sagte er. Und so trank sie das dunkle, klebrige Blut und lächelte zufrieden. Ihr Weg führte sie durch einen Friedhof, als ein Sturm aufzog und die Luft zu Eis erstarren ließ. Das Kind fror in seinen dünnen Kleidern. Da erschien ein finsterer Weber, der ihr im Handumdrehen aus Nebel ein wunderschönes Kleid strickte. »Komm, Kind, wärme dich«, drängte er. So zog sie das Kleid über und lächelte zufrieden. In der Hoffnung, ein Boot würde sie nach Hause tragen, überquerte sie eine tiefe, unheilvolle See. Doch ihr schrecklicher Hunger beraubte sie all ihrer Kraft. Da erschien der Fischkönig und bot ihr eine seiner Schuppen an. »Komm, Kind, iss nur!« Und so aß sie und lächelte ein weiteres Mal. Sie ging weiter und erreichte bald das finstere Herz des Waldes. Da erschien ein eisernes Ross mit einem prächtigen, goldenen Zahnrad. Die Kreatur schwieg still, als das Kind sich näherte und sich nahm, was es für ein weiteres Geschenk hielt. Das Pferd wurde wütend und rief die anderen Monster herbei. Das Mädchen erstarrte vor Angst, als sich ein Sturm über den Kreaturen erhob. Plötzlich erschien eine Hexe, finster und stolz. »Wir waren gütig, doch du wurdest gierig«, fauchte sie. »Nun gib, was uns zusteht.« Und so sperrte sie das Kind in einen Spiegel. »Da. Sie schläft.« Muss es so was Gruseliges sein? Sie ist erst 6 Monate alt. Die Frau im Laden meinte, es sei traditionell. Ein Volksmärchen. Und Rose scheint es nichts auszumachen.
Weil sie es nicht versteht, zum Glück. Wir sind hergezogen, damit sie ohne all das aufwächst, weißt du noch? Ja, ich kann mich erinnern. Du bist einfach paranoid. Vergiss es. Tut mir leid. Aber ich bin nicht paranoid. Nur vorsichtig. Gut. Dann bring deine Tochter vorsichtig ins Bett. Ich mache uns Essen. Alles gut, Rose. Deine Mama will sich nicht erinnern. Ich versteh's ja. Hast du was gesagt? Nichts. Ich bring sie ins Bett. Unser Musikgeschmack hat sich eindeutig gebessert. Meiner ja, aber deiner? Wenn du groß bist, stoßen wir gemeinsam an. Versprochen? Das Zeug brauchen wir überhaupt nicht. Mia kocht alles selbst. Ich hab's ja gesagt, dieses Buch ist noch nichts für dich. Wir müssen hier gründlich sauber machen, bevor Rose anfängt zu laufen. Pass da, meine Kleine. Da wären wir, Süße. Keine Sorge. Ich bin ganz in der Nähe. Papa lässt nicht zu, dass die bösen Monster dir was tun. Paranoid. Ich weiß, was ich gesehen habe. Ich wünschte, es könnte immer so bleiben. Sie schläft. Wie viele Bücher denn noch? Schläft sie? Ja, sie schläft wie ein Baby. Hm, riecht gut. Was gibt's denn? Hey, Finger weg.
Das ist Chorba de Legume, ein regionales Gericht. Wow, du lebst dich richtig gut ein, huh? Und regionaler Wein. Aber bei deiner Laune solltest du vielleicht besser drauf verzichten. Du musst wirklich aufhören, dich zu sorgen. Naja, das in Louisiana, die Schwangerschaft, der Umzug dann Chris, die Militärausbildung, es ging alles viel zu schnell. Na, immerhin sind wir alle hier. Du, ich, Rose, jetzt wird schon alles wieder... Ernsthaft? Du denkst, wir können Louisiana einfach vergessen? Das ist schon so lange her. Ich verstehe einfach nicht, wieso du so... Mia, runter! Mia! Mia, oh Gott! Chris, was zum Teufel? Tut mir leid, Ethan. Nein! Was? Warum? Los, Bewegung! Sauber. Rose, was macht ihr mit meiner Tochter? Objekt gesichert, Sir. Bringt ihn weg. Nimm die Finger weg von ihr! Ethan, lass los. Rose. Schafft ihn hier raus. Hallo? Hallo, Mr. Winters. Rose Testergebnisse sind da und ich würde sie gern mit Ihnen besprechen. Passt es am Donnerstag um 4? Das passt. Bis dann. Die Ärztin hat die Ergebnisse. Hey, denk positiv. Hatten wir doch besprochen. Ich weiß. Wir sprechen kaum über was anderes. Zum 100. Mal. Es ist nicht Rose, um die ich mich sorge. Worum sorgst du dich denn dann? Mia, mit ihr ist alles in Ordnung. Das weiß ich einfach. Darum geht's doch. Nein, um uns geht es. Um dich geht es. Du willst einfach... Mia, was redest du denn da? Verheimlichst du mir irgendwas? Komm schon, red mit mir. Mist. Da muss ich rangehen. Wovon reden Sie? Wo ist Chris Redfield? Und Rose? Sie ist da. Das ist ein sicherer Kanal. Vorab noch. Oh, fuck. Scheiße, was ist passiert? Oh.
Passiert.
Wo zum Teufel bin ich? Vielleicht sind sie unterwegs. Was ist das denn?
Sind sie einfach weggelaufen? Nicht schießen! Nicht. Wer sind Sie? Wer schickt Sie? Niemand. Wir hatten einen Unfall mit dem Auto und... Psst. Was ist los? Oh nein! Sie kommen! Wer kommt? Was war das? Ihre Waffe! Was? Sie haben doch sicher eine Waffe! Nein, wozu denn? Nehmen Sie die hier! Nehmen Sie! Nehmen Sie! Was ist denn da draußen? Hey, haben Sie gehört? Eine Leiche? Mist! Noch mehr! Gottverdammte! Was für ein abgefucktes Dorf ist das?
Ist es vorbei? Hallo. Wenn noch irgendjemand überlebt hat, komm zu mir. Zu Luisas Haus, oben beim Acker. Überlebt? Es nimmt kein Ende.
weiter! Thank you.
im Leben wie im Tod preisen wir. Hallo? Es ist gefährlich, hier draußen. Was zum... Hey, hören Sie mich? Ja, Sie sind es. Der Vater des Kindes. Kind? Moment, meinen Sie Rose? Ist sie hier? Rose! Rose! Ja, sie ist in großer Gefahr. Seit Mutter Miranda sie ins Dorf brachte, macht Finsternis sich breit. Was meinen Sie? Die Monster? Die Glocke verkündet Gefahr. Sie kommen! Nein, halt! Wo ist Rose? Wer ist Mutter Miranda? Das Läuten ist unser Zeichen. Sie kommen zurück! Rose ist hier? Hier geht's wohl zum Schloss.
Schließen Sie die Tür. Bitte. Hey, was machst du hier? Stehen bleiben. Bitte, tun Sie uns nichts. Oh, keine Sorge. Ich tue Ihnen nichts. Bin ich froh, normale Menschen zu treffen. Sind hier noch andere Überlebende? Nein. Sie sind alle bei Luisa. Aber sie antwortet nicht und das Tor ist verschlossen. Sei still. Er ist keiner von uns. Hier sind wir ein leichtes Ziel. Kann er laufen? Nein. Ein Monster hat ihn verletzt. Er hat viel Blut verloren. Wir müssen in Luisas Haus. Psst, leise. Ich finde schon einen Weg. Bleibt hier. Seid leise und bewegt euch nicht, bis ich das Tor öffne. Kommt, alles gut. Los, schnell! Wurde aber auch Zeit. Gern geschehen. Er ist es nicht gewöhnt, sich helfen zu lassen. Tut mir leid. Hier sind wir sicher, oder? Sicherer als da draußen auf jeden Fall. Hey, kannst du mir vielleicht sagen, was hier los ist? All das ergibt keinen Sinn. Mutter Miranda hat uns immer beschützt, aber... Niemand antwortet. Na los. Vater? Helft mir. Wir müssen ins Haus. Gleich sind wir in Sicherheit, Vater. Oh Gott, so viel Blut. Hallo? Jemand da? Warte, lass mich versuchen. Luisa! Mach auf! Ich bin's, Elena! Sei still! Die Monster hören dich noch. Julian, beruhige dich. Wer ist das? Ein Freund! Hau ab! Vater! Um Himmels Willen, lass uns rein! Nein. Sie riechen das Blut. Es ist zu gefährlich. Mein Vater stirbt hier draußen. Ist nicht mein Problem. Was ist hier los? Die wollen, dass wir einen Sterbenden in unser Haus lassen. Hör schon auf. Die sind unsere Freunde. Na los, rein mit euch. Kommt, hier lang. Du bist nicht aus dem Dorf. Nein, ich bin Ethan. Julian, mach dich nützlich und geh dich umsehen. Ich sagte, geh! Tja, wenn Elena dir vertraut, dann tue ich es auch. Komm rein, Ethan.
Warte hier. Ich sehe nach den anderen. Hier lang. Komm rein, die anderen warten. Wer zum Teufel ist das? Ein Fremder? Du bringst uns doch alle um! Anton, bitte! Er hat den beiden geholfen. Wir hätten es auch ohne ihn geschafft. Komm, Ethan, setz dich. Sind das alle Überlebenden? Aus dem ganzen Dorf? Alle Überlebenden? Alle Überlebenden? Niemand hat überlebt! Ein nutzloser Krüppel? Ein dummes, heulendes Weib? Und du? Du schleifst einfach so einen Verwundeten und einen Fremden hier rein? Und glaubst, es wäre sicher? Von wegen sicher! Jeder Einzelne da draußen wurde in Stücke gerissen! Und morgen? Morgen sind wir alle hier tot. Genau wie ihr blöder Ehemann. Stopf dir das Maul, Roxana! Das reicht. Dieses Haus gab meiner Familie generationenlang Schutz. Betrunken oder nicht, ihr seid alle willkommen und sicher hier. Ja, klar. Sagt mir bitte jemand mal, was hier eigentlich los ist. Wir wissen es nicht. Wir waren eine friedliche, fromme Gemeinde. Und dann kamen plötzlich Monster und griffen uns an. Und sie kamen wieder. Warte, Luisa. Und wo ist eigentlich dein Mann? Ist er... Nein. Er ist draußen. Irgendwo. Er geht Hilfe holen. Ja, das macht er. Er geht Hilfe holen. Beten wir für ihn. Für uns alle. Ja, kommt. Kommt her. O Allmächtige, hört unsere Stimme, vereint in Demut vor euch. Wir ersuchen euch, aus den unendlichen Tiefen uns dem Schicksal zu übergeben. Im Angesicht des Mondes in dunkler Nacht erbringen wir unser Opfer in Erwartung des erlösenden Lichts. Im Leben wie im Tod preisen wir euch, Mutter Miranda. Gut, der Tee ist fertig. Komm, hilf mir, Elena, ja? Das Gebet habe ich schon mal gehört. Von einer alten Frau beim Friedhof. Du meinst die Hexe? Das Weib ist verrückter als ein Irrenhaus. Es steckt auch Weisheit in ihrer Demut. Und ich hoffe, sie gab ihr Schutz, wie sie uns beschützt. Hast du sie noch alle? Leonardo, was ist? Geht es dir gut? Nein! Vater! Elena, nein! Lass mich los! Nein, lass mich los! Nein!
Ich sagte aufhören! Oh Gott. Es tut mir leid, Vater. Hey, das war nicht mehr dein Vater. Es war das Richtige. Elena, nicht! Du kannst nichts tun! Vater! Das ganze Gebäude bricht zusammen! Du hättest nichts tun können. Er war bereits tot. Lass mich in Frieden! Nein, ich bring uns hier raus. Uns beide. Wir müssen hier raus. Mist, das Feuer breitet sich aus. Was hast du vor? Geh rüber. Hiermit kommen wir raus. Ich versuch's nochmal. Das Feuer. Wir haben keine Zeit. Dann eben nach oben. Komm hoch. Schnell. Schnell weiter. Durchhalten. Und atme nicht den Rauch ein. Ich weiß. Aber danke. Nett von dir. Hoffentlich geht's deiner Familie gut. Ja, hoffentlich. Komm, es hält. Da, so kommen wir hier raus. Ein Glück. Aber was dann? Im Dorf sind immer noch diese Monster. Wir haben keine Chance. Es sind zu viele. Hey, sag doch sowas nicht. Wir finden ein Versteck für dich, bis ich meine Tochter finde. Ich glaube, sie könnte in dem Schloss sein. Nein, dort gibt es nichts außer Blut und Tod. Und ich wäre ganz allein, bist du... Vater? Oh. Elena, nicht. Das ist nicht mehr dein Vater. Elena! Oh. Er hat mich erkannt. Vater! Du bringst dich noch um. Nicht bewegen! Los, nimm meine Hand! Geh, Ethan!
Rette deine Tochter! Elena, du schaffst das! Nimm meine Hand! Scheiße! Nein! Wieso müssen alle sterben? Das ist einfach nicht fair. Ich versteh's nicht. Was für ein Chaos. Geht jetzt alles wieder von vorne los. Fuck! Der Tod, ja. Der Tod findet sie alle. Ha, 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 ha